Morgen, es ist Freitag, 5.29 Uhr. Ja, und die Temperaturen sind total mild. Ich kam heute raus, es roch nach Frühling. Ja. Übrigens habe ich mir schon eine Sonnenbrille gekauft, eine neue. Guck mal, wie findest du die denn? Zeig mal. Die hat so was von Star. Nee, das ist echt gut. Ja. Mein Sohn sagte nämlich, siehst aus wie eine Stundenfliege, oder? Also Sonnenbrille ist nicht so schön, aber du bist natürlich weiterhin die schönste Frau der Welt, Mama. Auch mit irgendwas Sonnenbrille. Ist mit deinem Mikrofon, kriege ich gerade gezeigt. So. Auch das noch. Jetzt ist alles wieder schön. So, und das Wetter wird auch ganz toll, liebe Zuschauer. Am Wochenende kommen Sie einfach zu uns, hier ist schön. Genau. Heute ist besonders schön, weil Zac Efron. Highschool-Musical? Ja, I know this. Ich habe schon wieder beim Schnucken verloren. Es ist echt so traurig. Bei uns im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Der Mann mit den schönsten Augen Hollywoods, oder? Pech im Spiel, Glück in der Liebe. So sieht's aus. Liebe Zuschauer, wir haben schöne Themen für Sie, zum Beispiel das hier. Das ist echt eine erstaunliche Zahl, liebe Zuschauer. Rund 12 Millionen Deutsche sind tätowiert. Wow. Ich gehöre nicht dazu. Du? Das klären wir vielleicht ein andermal. Ja, und unsere Germany's Next Topmodels wollen auf die Titelseite der großen Modezeitschriften. Und die tätowierten Mädchen, also viel Tattoos wie möglich, wollen auch Covergirl werden von ganz anderen Zeitschriften. Genau, auf einem großen Tattoo-Magazin. Bei der Tattoo-Convention in Hamburg soll das neue Covergirl gekürt werden. Ich hätte keine Chance. So. Lotte hat sich inspirieren lassen, und weil sie hier der Chef im Ring ist, quasi hat sie überlegt, lasse ich meine Mädels mal. Aber so werden die wir überhaupt nicht. So werden wir definitiv nicht Germany's Next Topmodel. Nee, Germany's Next. Vorher, bevor die Entscheidung fällt, hat Heidi ihren Mädels gezeigt, wie es ist, wenn einem der Wind so richtig ins Gesicht bläst. Damit hatten wir jetzt keine Probleme. Nee. Siehst du? Aber man, soll ich dir auch so Knutschmünder aufdrücken? Super gerne. Mein Trick. Möchtest du? Weiß ich, in aller Öffentlichkeit, obwohl der ein oder andere Zuschauer findet das vielleicht ganz, ganz sexy. Wir denken da nochmal dran. Apropos sexy. Ja? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Frauen mit 35 am zufriedensten sind mit ihrem Aussehen. Ach. Ich bin schon drüber weg. Ich auch, bin 36. Echt? Seit Februar. Siehst viel jünger aus. Dankeschön. So, und jetzt ich? Hallo? Gut, hier sind Ihre Sterne. Immer knattert. Doch, wer sagte denn neulich, du bist die Jüngste hier im Bunde? Sagte doch irgendjemand. Ja, eine unserer Chefin. Chefinnen, genau. Ich so. Stimmt nicht, aber sieht so aus. Ja, stimmt leider nicht. Nee. So, wer Ihnen heute Komplimente macht, das steht in den Sternen. Hier ist Ihr Horoskop mit Kirsten Hanser. Dankeschön an Kirsten Hanser. Und so geht's gleich bei uns weiter. Wahnsinn an deutschen Straßen. Hä? Wir sind auch ein bisschen überfordert. Entscheiden Sie, welche Sonnenbrille ist die schönste? Man soll ja auch immer eine Freundin mitnehmen zum Sonnenbrillenkauf. Ja. Nee, sieht super bei dir aus, Karin. Finde ich auch ganz großartig. Kannst du tragen. Findest du? Ja. So kann ich den Sommer überstehen, als Single vor allen Dingen in Berlin. Ja? Es gibt ja auch so Freundinnen, die ihren Freundinnen dann extra zu hässlichen Brillen raten, damit sie daneben. Aber so eine bist du ja nicht. Damit sie daneben besser aussehen. Wow. Ganz, ganz großartig, würde mein Kollege jetzt sagen. Ja, stimmt. Ja. Überragend. Überragend. Wo ist denn jetzt hier die Billigpilotenbrille? Ist ja auch schwer im Trend gewesen. Pilotenbrillen. Ja. Aber kann ich das tragen? Ganz super sieht das aus bei dir. Wahnsinnig sexy. Liebe Zuschauer, wenn Sie niemanden haben, dem Sie vertrauen können, so wie wir, dann lassen Sie sich jetzt inspirieren und beraten, welche Brillen sind in, welche sind out, welche passt zu welchem Gesicht. Sieht fantastisch aus. Wie ganz Tom Cruise und Top Gun. Ja. 16 Minuten nach 6, was ist das denn für eine bekloppte Zahl, liebe Zuschauer? 43% der Frauen aus Westdeutschland möchten keinen Partner, der weniger verdient als sie. Im Osten sind es 34%. Also wenn Sie mich fragen, diese Mädels kann man in der Pfeife rauchen. Falls Sie eine Frau an Ihrer Seite haben, die anspruchsvoll ist und Sie ein bisschen Kleingeld brauchen, spielen Sie mit. 500 Euro an den Quiz. Sie müssen allerdings dieses Lückenwort vervollständigen können. Was könnte das denn heißen? Rufen Sie an 01379 44 21 21. Und zu gewinnen gibt es neben den 500 Euro auch diesen Tagespreis. Also, jetzt sind Sie dran, rufen Sie an und ich gebe ab an Karin und Dr. Alexander Hildebrand. Guten Morgen. Guten Morgen und ich habe den Sommer. Und bei uns in Berlin ist es am schönsten, also kommen Sie alle her. Bei mir ist auch noch ein Zimmer frei. 500 Euro können Sie gewinnen. Rufen Sie uns an, spielen Sie mit uns das Lückenwortspiel. Was bitteschön bedeutet denn das hier? Unsere Telefonnummer 01379. 44 21 21 01379 44 21 21. Wir freuen uns sehr, gleich mit Ihnen ein bisschen zu schwatzen vom Wochenende und im besten Fall dann eben 500 Euro rauszuhauen. Rund 12 Millionen Deutsche sind tätowiert
Und 12 von diesen 12 Millionen wollen rauf auf die Titelseite von Deutschlands größtem Tattoo-Magazin. Bei der Tattoo-Convention in Hamburg soll das neue Covergirl gekürt werden. Ja, Prinz William hat kein Tattoo, zumindest keins, von dem wir wissen, ist jetzt aber trotzdem auffällig geworden und alle Welt tuschelt über ihn. Aber er beteuert, damit habe ich nichts zu tun. Bei einer Veranstaltung von britischen Soldaten haben sich Kate und besonders Prinz William rührend um ein Baby gekümmert. Mhm. Siehst du, hast gemerkt? Ach, du bist ja auch noch da. Steht ihm aber. Ja, ganz süß. So, Sie sind die Kelly-Family irgendwie in klein. Sie wohnen im Bodensee, sind alle kunterbunt tätowiert, haben ganz, ganz tolle Stimmen. Die Rede ist von den Elben. In der Kategorie Familie singen sie heute um 1 Million Euro bei The Winner Is. Und wir haben diese musikalische Familie zu Hause besucht. Nicht verpassen. So, Lotte hat sich mehr Tierbeiträge im Sat.1 Frühstücksfernsehen gewünscht. Und jetzt geht's um einen kleinen Vertreter ihrer Art. Man weiß nicht, woher er gekommen ist und vor allem weiß man nicht, wie der 8 Wochen alte Hundewelpe in diesen Kaktus geraten ist. Die Polizei im US-Bundesstaat Arizona hat den kleinen Hund befreit und in ein Krankenhaus gebracht und dort hat er auch gleich seinen Spitznamen bekommen. Kaktus Jack. Nicht so eine weiche Branche wie du, Lotte. Nee. Ingrid aus München, süß. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, haben Sie auch irgendwelche Haustiere? Nein, leider nicht. Ja, aber Sie haben ganz viel im Kopf. Sie wussten nämlich, wie dieses Wort vervollständigt heißt. Ja, das ist der Fernsehpreis. Stimmt, und dafür kriegen Sie jetzt unseren Tagespreis. Wow, herzlichen Glückwunsch. Toll, danke schön. So, jetzt legen wir noch 500 Euro drauf, wenn Sie wissen. Nicht richtig, 500 Euro zum Wochenende, bitteschön. Dankeschön, toll, freue ich mich. Viel Spaß, ja. Machen Sie es gut. Bis tschüss. Dann, tschüss. Bis dann, tschüss. In wenigen Minuten bleiben Sie dran. Ob der heutige Tag für Sie ein Traum wird? Wer weiß es? Man weiß es nicht. Ich drücke die Daumen, aber... Kirsten Hanser weiß es. Hier ist Ihr Horoskop.